Und jedes Mal, wenn ich das irgendwem erzähle, dann gucken mich alle Leute an, als wäre ich der größte Untermensch der Welt. Mach mal Schnur, Schnur. Ja. Let's get down to business. Das ist ziemlich geil. 3 oder 4 meine Zähne rausoperieren, du kannst ein bisschen nicht gähnen, das hört man. Was machst du da? Hast ein bisschen was von so einem hyperaktiven Kind. Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal zu diesem neuen Video hier. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich nochmal die nette Stimme aus dem Off dabei, denn heute werden mir 10 random Fragen vorgelesen, die ich beantworten muss. Und ich würde sagen, wir fangen direkt einmal an. Ich muss mich eh nach vorne lehnen, damit man mich besser versteht. Du hast ein Mikrofon. Ja, trotzdem, von der Atmung her. Lass es. Okay, willst du was sagen? Nee. Okay. Hast du schlechte Angewohnheiten? Wahrscheinlich. Ja, was denn? Dass ich ausraste, wenn was nicht so funktioniert, wie ich will. Oder wenn was nicht auf Anhieb klappt. Was ist die erste Erinnerung, die du hast? Ich weiß es nicht. Also nein, im Sinne von, ich glaube, da haben wir doch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass ich das nicht so zuordnen kann. Also ich habe Erinnerungen, die sehr weit zurückreichen, aber da kann ich nicht, also ich kann nicht differenzieren, was davon meine früheste Erinnerung ist. Als ich 3 oder 4 Jahre alt war, wurden mir die vorderen 4 Schneidezähne rausoperiert und ich kann mich noch daran erinnern, dass der Anästhesist so einen süßen Umhang anhatte, so ein sauberer Umhang mit so Sternen und dass er mich da quasi in den Schlaf gezaubert hat. In welcher Fantasiewelt würdest du am liebsten einen Tag verbringen? Beispiel Harry Potter oder ja, das, Narnia oder... Ja. Also Harry Potter wäre meine Antwort gewesen. Boah, dann wärst du einfach ein normaler Mensch in der Zaubererwelt. Ja, aber nein. Ich wäre... Ist doch voll geil, in der Zaubererwelt zu sein. Ja, aber du wärst ja ein normaler Mensch. Ja, aber trotzdem. Das ist doch voll spannend, das alles... Ja, aber du wüsstest ja nicht, dass es Zauberer gibt. Ja doch, dann ja schon. Deshalb bin ich doch da. Ja, hä? Wack. Was soll ich denn... Das gibt doch nichts Cooleres, als in der Zaubererwelt zu sein. Gibt es ein Video, was dich zum Lachen bringt, egal wie oft du es guckst? Ich wusste nur nicht die Frage. Es ist das Robbenvideo mit den Seerobben. Das ist ziemlich geil. Welches Lied gibt dir das Gefühl von Unbesiegbarkeit? Also auf der einen Seite... Das Lied von The Greatest Showman. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Heißt das The das Greatest so? Showman. Okay, cool. Und dann... Oder The Greatest Show. Ja, irgendwie so. Und... Aber auch nur, weil wir es in letzter Zeit gehört haben, das von Mulan, dieses Metal-Ding. Das finde ich irgendwie geil. Make a man out of you. Ja. Okay. Welcher Filmmoment hat dir das Herz gebrochen? Okay, kleiner Spoiler-Alert, als Tony Stark gestorben ist. Das reißt mir jedes Mal mein Herz aus der Brust und ich bin jedes Mal, wenn ich weiß, dass ich diesen Film gucke und ich gucke diesen Film jedes Jahr, bin ich jedes Mal schon Wochen vorher, dass mein Herz blutet, ich traurig bin und ich heule jedes Mal wie ein kleines Kind, weil mich das einfach absolut tötet. Über welches Thema könntest du jetzt eine 30-minütige Präsentation halten, ohne Vorbereitung? Über Kinderheilkunde? Top.
Wenn du eine Sache an deiner Vergangenheit ändern könntest, welche wäre das? Nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts. Nicht weil, mehr Lotto gewinnen? Nein, weil alles muss so kommen, wie es kommt und alles ist gut so, wie es gekommen ist und daraus lernt man und ich würde gar nichts ändern. Kannst du so gucken. Und dann, wenn du ein Video von einer Situation aus deinem Leben haben könntest, welche wäre es? Eine Situation, die schon war oder die noch ist? Die war. Ich glaube, von dem glücklichsten Tag, den ich bisher in meinem Leben hatte, ohne dass ich aktiv weiß, dass es der glücklichste Tag in meinem Leben war. Also so einfach so eine random Situation oder ein random Tag, wo ich so, keine Ahnung, das kann ein Kindheitstag sein oder so, wo ich so richtig so zu 100% glücklich war und es war so ein richtig geiler Tag, an den ich mich einfach nicht mehr erinnere. Wow. Tiefgründig, ich weiß. Oh, das war's. Cool. Können wir mal gucken. Ist das etwa eine Bonusrunde? Ja. Eine Bonusrunde. Bonusrunde. Was ist eine Sache, von der alle Leute begeistert scheinen und du kannst einfach nicht nachvollziehen? Wieso? Ich hätte jetzt Autos gesagt, aber nicht jeder ist davon begeistert. Ja, ich hätte halt jetzt zum Beispiel Schlagermusik gesagt, aber da ist auch nicht jeder davon begeistert. Dann hätte ich Mercedes gesagt, aber da ist auch nicht jeder davon begeistert. Also, gibt es irgendwas, was so richtig gehypt ist, wo ich den Hype nie verstanden habe? Käse. Oh mein Gott, ja, Käse. Ich hasse Käse. Ich mag überhaupt nichts, was mit Käse zu tun hat. Ich mag weder geriebenen Käse, noch geschmolzenen Käse, noch, was gibt es noch für Käsearten? Belegten Käse. Also Käse zum Belegen für ein Brot. Ich hasse Käse auf allem, auf Pizza, auf keine Ahnung was. Und jedes Mal, wenn ich das irgendwem erzähle, dann gucken mich alle Leute an, als wäre ich der größte Untermensch der Welt. Nur weil ich keinen Käse mag. Ja, wie isst du denn dann deine Pizza? Ja, Leute, ohne Käse. Also Käse. Naja, ohne Käse ist es eigentlich nur Teig, Platte belegt. Ich mag einfach keinen Käse. Ich weiß. Schnur mal. Mach mal Schnur. Den sie gerade so mit uns zu kommen. Alles klar, dann vielen Dank an die liebe, nette Stimme für diese wunderbaren, tollen, tiefgründigen Fragen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sonst noch so für Videos sehen wollt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!